Leute, ich bin's Heikel, ich befinde mich gerade in Köln und ich starte jetzt mal eine kleine Umfrage und zwar lautet das Motto, wie weit würden Sie für Ihre Familie gehen? Lasst euch überraschen, bis gleich. Und zwar kommen wir von der Nikta-Mehr-Universität. Es geht halt darum, um das Motto, wie weit würdet ihr für die Familie gehen? Und zwar geht's darum, du bist jetzt mit deinem Vater in der Wüste, ne? Und dein Vater wird dann in den Penis gebissen und dann beißt ihn eine Schlange in den Penis und dann geht's halt darum, würdest du ihm das Gift aussaugen oder nicht? Ui. Und ja, und was würdest du dann tun? Würdest du ihm das Gift aussaugen oder? Tja. Würden Sie das machen oder nicht? Schwierige Frage. Sehr gute Frage. Ansonsten stirbt er ja. Ja, warum sollte er deshalb sterben? Deshalb eigentlich ja. Das ist eine schwierige Frage, aber zur nächsten Liebe würde ich mal vielleicht schon sagen ja. Was ist denn? Aber ich glaube nicht, dass man in so einer Situation darauf kommen würde. Das könnte passieren in der Wüste, ne? Da ist ja auch kein Krankenhaus. Ach so, nein, dass er mich dann fragt. Also vielleicht ist man in der Schocksituation gar nicht so dazu imstande, daran zu denken, dass man jetzt seinem Vater im Penis das Gift aussaugt. Und was ist, wenn er ejakuliert? Oh. Was würdest du dann machen? Würdest du es machen? Ja, ist ja nichts Sexuelles, sag ich mal so, ne? Ja, klar, aber wenn er jetzt ejakuliert, so, wäre ein bisschen doof, ne? Das wäre schon krank, da würde ich meinen Vater wahrscheinlich nie wiedersehen. Würdest du dem nicht mehr in die Augen schauen können, oder? Nein. Okay, aber du würdest es machen? Ach so, das ist komisch, also, das ist schwer, also. Du musst ihn halt das Gift aussaugen oder du lässt ihn halt sterben? Was würdest du machen? Aussaugen natürlich. Würdest du machen? Ja, also da geht vor Ego. Würdest du dich nicht ein bisschen schwul fühlen danach? Ja, schon, aber ich lasse doch nicht meinen Bruder sterben, nur wegen einem Schamgefühl. Wenigstens lebt er. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ja. Lieber sterben lassen. Ehrlich? Ehrlich. Warum? Ja. Sie mögen nicht Schwanzlutschen, ne? Das ist echt eine beschissene Situation, muss man sagen. Ja, deshalb ja auch die Umfrage, ne? ja. Also, er wird's machen. Schon peinliche Fragen. Er wird's machen, wenn er es macht, ne? Wie gesagt, zur nächsten Liebe habe ich eben schon gesagt. Würdest du eigentlich schon machen, ne? Ja. Kommt drauf an, ne, wie die Situation echt ist. Aber stell mal vor, der findet das gut und will es danach nochmal. Nein, Mann. Willst du nicht? Und du? Nee, ne? Ja, und was würdest du machen, wenn er ejakulieren würde? Wäre halt abartig, aber... Aber du könntest ihm danach noch in die Augen schauen. Ja. Ja, ne? Auf jeden Fall, ja. Du weil wenn der lieber einen lebenden Bruder und dann mal heftig ekelhaftes Erlebnis gehabt, ja, als einen toten Bruder. Das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht, ne? Irgendwann kann man drüber lachen, denke ich. Ja, der würde sonst sterben, ne, wenn sie ihm nicht das Gift aussaugen. Weil es gibt ja keinen Krankenwagen, gar nichts in der Nähe, kein Krankenhaus. Die einzige Möglichkeit ist es, das Gift auszusaugen. Also lieber sterben lassen. Ja? Okay, alles klar. Ich glaube nicht, dass er eine Chance hat, auch wenn ich das mache. Man kotzt vielleicht danach eine Runde, aber sonst... Sonst ist es nicht schlimm, ne? Nee. Aber nicht, dass er danach sagt, ja, lass mal nochmal machen oder so. Nee, das willst du nicht machen. Nee. Ey, okay, alles klar, cool von euch, ne, auf jeden Fall. Okay, super. Ich danke euch. Das ist echt eine Umfrage, ey, ihr macht Entertaining. Sammelt Klicks, Leute. Alles klar, danke schön, ciao. Yo, Leute, wenn euch die Umfrage gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Wir sehen uns, bis dann, peace. Yo Leute, wenn euch die Umfrage gefallen hat, Yo Leute, wenn euch die Umfrage gefallen hat, Yo Leute, wenn euch